Am Finaltag will Marco im Café Schlosswache ein erfolgreiches Ding drehen. Unser Speisenkonzept hier ist absolut schwäbisch, ehrlich, alles ehrlich gekocht. Und ehrlich kritisiert von schwäbischen Mitstreitern. Die Brühe hat mir nicht zugesagt, sie hat einen leicht säuerlichen Geschmack. Also die Brühe sollte jetzt grundsätzlich nicht säuerlich schmecken. Der Druck auf den jungen Küchenchef ist enorm. Das war halt jetzt nicht unbedingt mein Essen. Das Fleisch ist mir einfach zu fest. Oh ja. Ach Gott, was ist das? Kommt da fast nicht durch. Das ist Kulturgut, ne? Und das im alten Schloss. Ah. Ist ein Schlosscafé das schönste Ausflugslokal in und um Stuttgart? Heute fällt die Entscheidung. Der Landgasthof Haigern liegt aktuell in Führung mit vollen 30 Punkten. Dagegen will Marco im Café Schlosswache anstinken. Es geht zum Essen ins über 300 Jahre alte Schloss Ludwigsburg, nördlich von Stuttgart. Lohnt sich der Ausflug? Spitzenkoch Mike Süßer macht den Test. So, ihr Lieben, jetzt geht's zu Marco, unserem Genussspecht, ne? Und sein Café Schlosswache befindet sich hier hinter mir. Eines der ältesten, bestrestauriertesten Schlösser in Deutschland. Bis zu 500.000 Besucher. Wie schafft man das, wenn 500.000 Menschen im Jahr, okay, umgerechnet weiß ich nicht, wie viele Besucher am Tag, essen wollen? Was mache ich da? Kriege ich das überhaupt hin? Die Frische, die Qualität. Wie schaut da eine Karte aus? Ist es Bistro-Style oder ist es ein gehobenes Restaurant? Zum Marco passt auf jeden Fall alles, ne? Ihm schmeckt auch alles. Also, und jetzt besuche ich ihn. Warte, wir kommen mit. Seit 4 Jahren betreibt Hotelfachmann Marco das Café Schlosswache. Das ist die ehemalige Pförtnerloge quasi. Der Name Café Schlosswache lässt natürlich nicht gleich vermuten, dass es auch ein Restaurant oder Küche hat. Kaffeekuchen ist natürlich unser Konzept in erster Linie, aber über die Jahre hat sich natürlich auch eine kleine Küche entwickelt. Und die ist echt winzig. Unser Speisenkonzept hier ist absolut schwäbisch, ehrlich, alles ehrlich gekocht. Wie es vielleicht auch die Mama oder die Oma früher gekocht hat. Und wir haben natürlich den Anspruch, keine Touristenfalle zu sein, sondern einfach einen guten, ehrlichen Job zu machen und den Leuten hier ein gutes Gefühl mit nach Hause zu geben. Schloss Ludwigsburg ist ein Publikumsmagnet. Ob das auch für Marcos Café gilt, will unser Profi heute prüfen. Marco! Hallo, Mike! Grüß dich! Endlich bei dir! Ja, servus! Ja, das ist aber ein Ausflug wert. Also, das hoffe ich freut doch. Mich. Ja, super. Schön, dass du da bist. Ich freue mich eigentlich, dass ich jetzt bei ihm bin, weil der ist so unglaublich aufmunternd und der war so positiv die ganze Woche. Wir sind so dafür da, fürs Residenzschloss Ludwigsburg hier den kulinarischen Part abzubilden. Okay. Dass die einfach die Touristen, aber auch die Individualurlauber und auch die Ludwigsburger hier glücklich rausgehen. Das ist so unser Auftrag. Also wird sicherlich auch nur tagsüber auf sein, oder? Wie ist das? Ja, unsere Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr. Platzmäßig super begrenzt. Das gilt nicht nur hier fürs Café. Wie viel hast du hier? Dann 75 innen. Okay, und draußen? Und 160 draußen. Das ist nicht wenig. Das ist eine Hausnummer. Das Essen steht im hauseigenen Käseblättchen. Das ist ja cool. Schön, dass dir gefällt. Mir gefällt sowas. Ich mag sowas. Egal, was jeder andere im Wettbewerb sagt, mir gefällt sowas. Kaffee okay. Schlossware, Kaffee und da haben wir noch kleine Anekdoten auch über die schwäbische Küche. Okay. Weil wir haben ja hier ein bisschen auch einen kulturellen Auftrag. Was steht denn da drin? Kleine Karte ist das nicht. Also das sind... Ja, das ist schon ordentlich, ich weiß. Wir haben ja einen jungen, motivierten Koch. Okay. Seit 2 Monaten erst installiert jetzt, neu. Ja. Und haben auch schon die erste Hausaufgabe, Karte kleiner, uns noch ein bisschen einfacher die Handgriffe machen. Okay, saisonaler, frischer, kleiner. André hat vor 5 Jahren seine Lehre abgeschlossen. Seit Januar regiert er im 25 Quadratmeter kleinen kulinarischen Ring. Überschaubar, sag mal. Also wenn da jetzt der zweite Kollege noch ist, dann ist die Küche voll. Ach du Scheiße, das ist schon, das ist Gruppenkuscheln auf hohem Niveau. Da muss man aufpassen, wenn man sich umdreht, dass man den anderen nicht irgendwie wegklatscht oder dass man eine Pfanne umschubst. Eine sehr kleine Küche, sehr enger Schlauch. Das muss man mögen und können. Boah. Ich bin jetzt im 33. Lehrjahr und sage jetzt mal vorab Hut ab, okay? Vielen Dank. Und da muss man aber dann auch
sich irgendwie zu helfen wissen. Wie machst du das mit den Vorbereitungen? Wie läuft das hier? Also wir bereiten sehr viel vor. Wir machen uns praktisch unsere eigenen Convenience-Produkte, sage ich mal, herstellen. Wie? Convenience steht ja für Fertiggericht, genau. Eigentlich, so genau. Fertigware. Genau. Aber das ist nicht fertig, sondern ihr macht es hausgemacht. Genau. Produziert und dann friert ihr es ein oder vakuumiert es oder was macht ihr da? Genau. Kann man ein Beispiel sehen? Ja. Yeah. Komm, bevor wir. Und wir kochen noch nicht mal, ne? Ich rede so viel. Ah, okay. Zum Beispiel, das ist jetzt portioniertes Fleisch, das ist einmal Schnitzel. Okay. Das ist Pute. Das ist auch Pute. Mhm. Für einen Salat zum Beispiel. Genau, das auch. Ist für den Putensalat. Das geht hier in einen warmen Wassertopf, den wir hier stehen haben. Praktisch ein Heißleger. Okay. Und da wandert es rein. Genauso unsere Knödel zum Beispiel, die wir selber machen, sind auch vorgegart, portioniert in einem Vakuumierbeutel, gehen dann auch nochmal in den Heißleger und so arbeiten wir. Das heißt, ihr habt ein eigenes System gefunden, um einfach diese Schlagzahl auch umsetzen zu können. Auf jeden Fall. Hat nicht den Bratvorgang, gar nichts, hat aber alles schon fertig. Das ist clever. Das ist wirklich clever. Küchenchef André ist sowohl cleverer Eintüter als auch professioneller Einreiber. Das da, was du da machst, ist ja eigentlich aus der amerikanischen Küche. Das ist unser Schweinebraten. Ich habe den Vorteil, dass ich 2 Jahre Küchenchef in einem amerikanischen Restaurant war. Ah, deswegen ein Rub. Ein Rub, eine Trockenmarinade. Mhm. Und ja, also wir sind hier nicht eingefahren auf nur schwäbische Methoden. Das ist keine Entscheidungsfrage, ob man jetzt trocken oder frisch nimmt, sondern es ist eine amerikanische Erfindung. Ein Rub ist mit trockenen Gewürzen. Ich frage mich, ob man das auf einem deutschen Schweinebraten braucht. Ne? Also, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Wie lange lässt du den in diesem Rub, in dieser Marinade, Trockenmarinade? 24 ziehen? Stunden. 24 Stunden, okay. Dann wird es ein bisschen dunkler, feuchtet ein bisschen an. Genau. Dann ab ins Ruhr, gibt natürlich eine schöne Kruste, gibt Geschmack, oder? Genau. Und das hat schon was. Ich sehe auch deine Sachen, die hast du hier, die mischst du dir dann selber. Genau, die mische ich mir selber zusammen. Okay. Das ist 2-mal verschiedene Paprika, einmal süß, einmal scharf. Aber das ist tatsächlich so, dass es mit getrockneten Kräutern ist. Und tatsächlich gibt es da mittlerweile richtig gute. Früher hatte ich immer das Gefühl, es gibt nur schrottige Trockengewürze. Nee, das ist vorbei, da gibt es richtig gute. Ich hoffe, du hast den Schweinebraten für mich fertig. Habe ich fertig. Den können wir jetzt gerade mal in den Ofen schauen, der müsste jetzt soweit sein. Hoffentlich hat die Abreibung nicht geschadet. Bei Fleisch versteht Spitzenkoch Mike keinen Spaß. Fleisch selber, auch aus der Region? Auch aus der Region, auch von unserem Metzger. Ernsthaft? Ja. Schau mich an? Ja. Okay. Da freue ich mich drauf. Also, das ist der Schweinebraten alle André. So ist es. Och, der schaut aber saftig aus, der Schweinebraten. Gibt's jetzt nichts, ne? Ja, bisschen rustikal, aber... Was gibt's dazu? Da gibt's klassische Spätzle dazu, da gibt's Maultaschen dazu und unsere Jus. Handgemachte Spätzle sind für den Schwaben Ehrensache. Also ich habe hier einfach schon mal was vorbereitet, um einen schwäbischen Spätzlesteig zu machen. Bedarf ja nicht viel beim Spätzleteig, ne? Es bedarf nicht Mehl, viel. Genau. Eier, Wasser, Salz. Genau, wobei sich selbst da schon die Gemüter streiten hier im Schwabenländle, weil sie sagen, Wasser gehört nicht in den Spätzlesteig. Ja, okay. Aber bitte ein bisschen Mineralwasser. Hab ich mal gehört, durch die Kohlensäure gibt dem Teig so ein bisschen Fluffigkeit, oder? Gibt auf jeden Fall Fluffigkeit, okay. Ja. André spätzelt ohne Sprudel mit Eiern, Mehl, einer Prise Salz. Und weil er seinen Schaumschläger stromlos schwingt, braucht er jede Menge Armschmalz. Wichtig ist, den Teig jetzt richtig schön schlagen. Genau. Und dass richtig so kleine Bläschen sich bilden. Ne? Genau, auf jeden Fall. Viele schaben den glatten Teig. André presst ihn lieber ins Wasser. Spätzle machst du selber. Spätzle machen wir selber. Maultasche, schaffst du das denn? Maultaschen schaffe ich nicht. Wir haben es vom Metzger aus der Nachbarschaft. Okay. Der hat die Rezeptur auf uns abgestimmt, die Maultaschen, so wie wir sie brauchen. Und von dem kriegen wir sie. Die sind okay. Also der ist auf jeden Fall engagiert, der junge Mann. Also finde ich toll. Und ich finde auch toll, dass der Marco ihm zugesteht, dass man die Karte kleiner macht, weil das geht gar nicht bei dieser kleinen Küche. Ne? Steht die kleine Küche denn für großen Geschmack? Schau, setz dich dazu, oder? Ja, sehr gern. Also, das ist jetzt wirklich so der Schweinebraten, wie er da drin steht, ja? Genau. Richtig. Okay. Tja, ihr dürft gespannt sein, ne? Der sogenannte Zeremonienmeister mit Maultäschle und Spätzle kostet 14,80 Euro. Schweinebraten, der ist auf jeden Fall saftig. Die Spätzle hier, die sind sehr gut, mit Butterbrösel noch, oder? Genau. Also, ich finde, wenn ich was sagen darf auf hohem Niveau, einfach für die Zukunft. Schönere, größere Teller, finde ich einfach. Das ist mal wichtig. Ein bisschen separiert anrichten oder sowas. Da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Ne? Bei mir, ich würde mit dem Metzger reden oder nachher mal probieren. Die Maultäschle sind für mich ein bisschen langweilig.
Aber das ist auf hohem Niveau, jammern. Also ich glaube, da haben wir jetzt ein paar Hausaufgaben, aber wir freuen uns drauf. Auf jeden Fall. Mike, Fazit? So, das war sie jetzt, unsere Ausflugswoche, ne? Schlosswache zum Schluss. Unglaublich sympathisch, der Marco. Und der André, ein ambitionierter junger Mann, der viel vorhat. Ich glaube, da braucht er auch die Unterstützung. Die Speisekarte ist echt ziemlich groß, ne? Für die Sitzplätze, da kann man vielleicht was dran schrauben. Und so eine bisschen neue Tellersprache hat das Ganze auch verdient. Mein Schweinebraten war völlig in Ordnung. Mir hat die Kruste gefehlt. Würde ich drauf wetten, dass das der eine oder andere sagt. Wenn nicht, ist auch fein. Und jetzt für den Wettkampf für die alles Gute.